Auch in diesem Jahr veranstaltet die Sparkasse Hagen wieder das Planspiel Börse. Zum Mitmachen angesprochen sind Schüler und Auszubildende, die sich noch bis zum 6. November bei der Sparkasse anmelden können. Gespielt wird in Teams zwischen 4 und 8 Teilnehmern. Sie sollen virtuelle 50.000 Euro an der Börse so platzieren, dass sie möglichst viel Gewinn erwirtschaften. An diesem Dienstag, dem 24. September, war der Auftakt zum Planspiel Börse im Hagener Sparkassenkarree. So, diejenigen, die immer mit dabei sind, sogar mal Gesamtsieger waren, das Gymnasium Hohenlimburg ist auch wieder dabei. Und wir haben jetzt einen Lehrer hier dabei. Erzählen Sie mal, was ist der Reiz jetzt oder wie kann man das in den Unterricht einbauen, dieses Planspielbörse? Erstmal für die Schülerinnen und Schüler besteht der Reiz natürlich darin, dass sie quasi real in relativer Echtzeit Entscheidungen treffen müssen und auch direkt die Auswirkungen sehen. Das ist die Motivation erstmal für die Schülerinnen und Schüler, da mitzumachen. Und wir hatten ja auch im letzten Jahr einen zweiten Preis gewonnen. Aus Lehrersicht, was bringt das für den Unterricht? Es ist natürlich so, dass hier entsprechend dann vertiefend bearbeitet werden kann. Zum Beispiel, wie ist das überhaupt gewesen mit der Entstehung der Börse? Aber natürlich viel wichtiger noch für den Politik- und Wirtschaftswissenschaftenunterricht dann die Fragestellung, wie funktioniert der Aktienhandel, welche Unternehmen sind denn Aktien notiert und diese Fragen entsprechend aufzugreifen, vertiefen und zu klären. Das heißt, man kann also durchaus den Unterricht damit auch verknüpfen. Wie viel Zeit wird da aufgewendet, beispielsweise so lange? Also es ist so, dass die Schülerinnen und Schüler natürlich erstmal für das Planspiel Börse weitgehend Zeit außerhalb des Unterrichts einbringen und das eben dann in ihren Gruppen organisiert, in der Pause mal zwischendurch besprechen, wie das, was gekauft oder verkauft werden soll, wie auf bestimmte Situationen reagiert werden soll. Da sind die Schülerinnen und Schüler ja jetzt auch ganz verlinkt über Facebook und dergleichen. Das heißt, sie reagieren da auch sehr schnell, wenn was passiert. Da ist Kommunikation drin. Für die Zeiten im Unterricht verwenden wir dann entsprechend Nachbereitungszeit, sowohl bezogen auf das Planspiel, dass eben auch vorgestellt wird, welche Strategien werden denn angewendet, welche Probleme entstehen und quasi die inhaltlichen vertiefenden Elemente, die ich schon benannt habe. Eine ganze Menge, die daran hängt. Wir drücken die Daumen. So, es ist September, es ist Herbst und das heißt für die Sparkasse und die Schüler in Hagen, Schülerinnen und Schüler in Hagen, auch wieder, dass es das Planspiel Börse von der Sparkasse gibt. Ein Riesenwettbewerb bundesweit und auch in Hagen hat es ja im vergangenen Jahr einiges an Siegern gegeben. Es geht wieder los. Frau Hiebi, wie geht es los? Wer kann mitmachen? Wer kann mitmachen? Mitmachen können alle Schüler der weiterführenden Schule ab der 5. Klasse und zwar in Teams von mindestens 4 bis maximal 8 Spielern. Sie haben die Möglichkeit, sich über die Schule anzumelden oder direkt bei uns über unsere Homepage oder über unsere E-Mail-Adresse und können sich dort dann für das Spiel anmelden. Das heißt also, es geht nicht nur schulweise, man kann sich auch klassenweise anmelden. Es war heute schon ziemlich viel los hier, also ich denke mal so über 100 werden es gewesen sein. Ich habe es durchgezählt, es sind 108 Personen da gewesen, ich habe mich sehr darüber gefreut. Auch die betreuenden Lehrer waren teilweise mit dabei, haben sich informiert, weil wir in diesem Spiel auch erstmalig Neuigkeiten haben. Das Spiel entwickelt sich von Jahr zu Jahr weiter durch die Anwendungen, durch die Erfahrungen, die die Spieler damit sammeln. Und in diesem Jahr können wir erstmalig den Lehrern auch die Möglichkeit geben, dass die auch auf einer speziellen Internetseite sich einloggen und schauen können, welche Teams von ihrer Schule teilnehmen an dem Spiel und was die Schüler kaufen, wie sie das Geld einsetzen und welche Platzierung sie haben. Das ist für die Lehrer auch sehr interessant und das haben sie auch sehr befürwortet, haben sich sehr darüber gefreut. Es war heute der Auftakt, aber es ist noch nicht der Spielstart. Der kommt nämlich erst im Oktober und man kann sich noch nachmelden. Ja, und zwar ist das Spielstart ist der 1. Oktober. Und das heißt aber nicht, dass man per 1. Oktober auch direkt Käufe und Verkäufe tätigt, sondern man sollte die Börse schon jetzt anfangen zu beobachten. Ich sag mal, alte Börsianer, die das Spiel schon aus dem letzten Jahr kennen, werden dieser Zeit schon entgegengefiebert haben und sich schon vorher informiert haben an der Börse. Aber man sollte wirklich schauen, wie jetzt die Schwankungen sind und ob es sich vielleicht nicht lohnt, erst später einzusteigen. Wichtig ist, dass Sie sich spätestens bis zum 4. November angemeldet haben und dann bis zu einem Zeitpunkt
Ende November 3 Order getätigt haben, damit sie nicht disqualifiziert werden, damit sie wirklich an dem Spiel teilnehmen können. Diejenigen, die jetzt heute nicht hier im Sparkassenkarree waren, die können sich aber noch nachmelden, wenn sie Interesse haben. Wo wenden die sich hin, Frau Hiebe? Gern per E-Mail direkt an die E-Mail-Adresse planspiel-börse@sparkasse-hagen.de. Und die Ansprechpartnerin über das ganze Spiel sind bin auch ich. Sie. Ja. Okay. Ich freue mich auf die Anmeldung.